Habe die Ehre, herzlich willkommen bei Ländle TV, der Tag. Für diejenigen von Ihnen, die momentan draußen arbeiten, sind wir heute an dem Ort, wo man sich nicht nur die Sicherheit von Berufsbekleidung, sondern auch deren Tragekomfort und Funktionalität zur Lebensaufgabe gemacht hat, nämlich bei Weibel Berufsbekleidung in Klaus. Ich darf jetzt einen der beiden Geschäftsführer bei mir begrüßen, nämlich Richard Weibel. Hallo Richard, in welcher großen Tradition steht denn das Unternehmen Weibel Berufsbekleidung? Unser Unternehmen hat schon eine sehr lange Tradition. Diese hat begonnen 1888 mit dem Lehrbrief meinem Ur-Urgroßvater. Damit hat er mit der eigenen Burschenbinderei begonnen und dies war der Start von unserem Unternehmen. Dies hat sich natürlich über die Laufe der Zeit verändert, der Markt hat sich verändert, die Burschenbinderei hat sich weiterentwickelt zum Importeur für Burschenrohstoffe für Österreich und mit Mitte der 70er Jahre hat mein Vater Walter Weibel mit der Arbeitsbekleidung begonnen. Dies wurde ja immer mehr und mehr der Hauptbestandteil vom Unternehmen, was es natürlich jetzt immer noch ist. Das heutige Kerngeschäft ist aber, wie angesprochen, die Berufsbekleidung. Wie trägt Weibel Berufsbekleidung zur Sicherheit der Menschen, die draußen und zum Beispiel am Bau arbeiten, bei? Ja, wir stehen hier bei uns im Shop in Klaus. Wir haben hier eine sehr große Auswahl an Produkten. Nur als Beispiel, wir haben 85 Paar verschiedene Modelle an Schuhe zur Auswahl. Hier beginnt es vom sportiven Turnschuh, welcher mit Sicherheitsmerkmalen ausgestattet ist, bis hin natürlich zu einem robusten Gore-Tex-Schuh, der für die Winterzeit natürlich besser geeignet ist. Und wie sieht es im Bekleidungsbereich selber aus, Stichwort Hosen zum Beispiel? Ja, bei den Hosen hat es natürlich auch Entwicklungen gegeben. Wir bleiben eigentlich immer noch der Linie treu von unserem Vater, wo immer gesagt hat, Berufsbekleidung muss Mode werden. Zum Beispiel mit funktionellen Stoffen, Stretchstoffen, welche aus der Sportbekleidung kommen, mit hochfluoreszierenden Stoffen für die Sichtbarkeit bei Tag. Ja, somit können wir gezielt dem Kunden das richtige Produkt anbieten für den richtigen Einsatzbereich. Seit 2006 haben wir hier unsere eigene Produktion in Tschechien. Ja, somit können wir qualitativ hochwertige Bekleidung produzieren, welche auch eine Nachhaltigkeit beinhaltet. Es wird aber nicht nur in Tschechien produziert, sondern auch hier am Standort in Klaus. Und das schauen wir uns jetzt gleich bei Bruder Robert nochmal an, nach den Meldungen des Tages. Neben den Vorarlberger Grünen äußert sich nun auch das SOS Kinderdorf zum neuen Regierungsprogramm. Geschäftsführer Christian Moser findet es enttäuschend, dass auf 182 Seiten Regierungsprogramm kein einziges Mal der Begriff Kinderrecht Platz findet. Er befürchtet, dass sich die Situation der bereits gefährdeten Kinder verschlechtern könnte. Und Vorarlberger Bauinnung warnt vor Überhitzung des Wohnmarktes. Es werde mehr gebaut denn je. Das heizt die Konjunktur an und treibt Preise nach oben. In Zukunft möchte man den Bedarf genauer analysieren und versuchen, das Tempo herauszunehmen. Bei mir jetzt Robert Weibel, der zusammen mit seinem Bruder Richard Weibel das Unternehmen führt. Hallo Robert. Warum eine hauseigene Stickerei bei Weibel Berufsbekleidung? Kurze Wege, Qualität und der Mehrwert für unseren Kunden, nämlich alles aus einer Hand. Wir beraten nicht nur, welche Kleidung am besten geeignet ist, sondern auch, wie wir das CI, das Corporate Identity, vom Kunden am besten auf die Kleidung bringen. Und das beraten wir flächendeckend in ganz Österreich mit unseren 6 Außendienstmitarbeitern. Die direkten Vertriebswege, die du angesprochen hast, wie gereicht das zum Vorteil für den Kunden und wie funktioniert die Zusammenarbeit hier? Der Vertrieb läuft großteils über unsere 6 Außendienstmitarbeiter. Die sind, wie gesagt, flächendeckend unterwegs, sind direkt beim Kunden. Die Dienstleistung von unseren Kunden steht bei uns wirklich im Vordergrund. Wir versuchen, die beste Lösung zu finden, die effizienteste Lösung. Und das nicht nur von der Kleidung, sondern wirklich vom Schuh zur Hose, Jacke, alles über uns, alles aus einer Hand, wie die Veredelung. Und da sind wir wirklich ein Partner, auf den Verlass ist.
Stichwort Veredelung. Wenn es jetzt etwas sozusagen von der Stange nicht gibt, dann gibt es die Möglichkeit, bei Weibel Berufsbekleidung ganz etwas Spezielles anfertigen zu lassen. Durch die eigene Produktion in Tschechien sind wir in der Lage, Sonderwünsche, also das CI, also Copyright Identity, vom Kunden direkt in die Kleidung zu vernähen. Also wir nähen in den speziellen Farben, versuchen auch die Problemlösung, wenn es irgendwelche Taschen oder Halterungen oder irgendwas, können wir das nähen. Und durch die europäischen Stoffe, die wir verwenden, und durch die europäische Produktion, ist das auch schon mit relativ kleinen Stückzahlen möglich und auch die guten, schnellen Lieferzeiten. Und vielleicht noch mal kurz ein Wort zur hauseigenen Stickerei. Eben, was genau alles, welche Arbeitsschritte werden hier vorgenommen? Die Stickerei ist eigentlich eine komplizierte Angelegenheit. Ganz wichtig für einen guten Anbieter, wie wir es sind, dass wir gut notieren, welche Farben man verwendet, welche Positionen, welche Kleidung. Das ist die Dienstleistung, die wir bieten. Und gestickt wird es natürlich hier in der Stickerei. Unser Fachpersonal macht wirklich die gute Stickerei. Dann wird es versäubert, wieder verpackt. Also ist schon, so ein Kleidungsstück wird viel in die Hände genommen, bis es fertig ist. Vielen herzlichen Dank, Robert Weibel. Danke für diesen kurzen Einblick. Und für Sie geht es jetzt weiter mit den Schlagzeilen der Vorarlberger Nachrichten von morgen. Vorarlbergs Bauwirtschaft mit guter Auslastung und weiter steigender Konjunktur. Jedoch Warnung vor Überhitzung des Marktes. Jene Frau, die am Montag im Bregenzer Gondelhafen ins Wasser gestiegen war und eine Suchaktion ausgelöst hatte, konnte am Dienstag von der Bregenzer Polizei angetroffen werden, als sie erneut schwimmen gehen wollte. Seit 10 Jahren möchte die ASFINAG einen Verkehrskontrollplatz an der Autobahn in Lauterach bauen. Die Gemeinde stellt sich seit 10 Jahren dagegen. Mittlerweile liegt der Fall vor dem Höchstgericht. Bei Weibel Berufsbekleidung werden sämtliche Berufsfelder vom Handwerk bis zur Industrie über Vereine wie Feuerwehren oder Hundesportvereine bis hin zu Outdoor-Begeisterten eingekleidet. Und dafür, dass wir heute bei Weibel Berufsbekleidung drehen durften, habe ich Robert und Richard versprochen, dass ich Ihnen jetzt in Vorplatz räumen gehe. Warum, sehen Sie gleich im Kachelmann-Wetter. Ich bedanke mich, dass Sie eingeschaltet haben. Wir freuen uns, wenn Sie auch morgen wieder dabei sind bei Ländle TV, der Tag. Bis dahin, alles Liebe. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kommt neuer Schneefall im Ländle auf. Er dauert bis Mittwochvormittag bzw. Mittag an. Es gibt jedoch nur geringe Schneemengen. Insgesamt kommen 2 bis 5 cm Neuschnee zusammen. Dennoch aufgepasst, speziell in den Morgenstunden und zum Berufsverkehr. Der Schnee bleibt bis ins Rheintal auf den Straßen und Gehwegen liegen. Es besteht recht verbreitet Glättegefahr. Die Temperaturen liegen am Morgen bei minus 4 Grad im Montafon und Klostertal sowie um minus 1 Grad im Rheintal. Im Laufe des Vormittags und Mittags klingt der leichte bis mäßige Schneefall ab und die Wolken lockern vor allem auf den hohen Bergen sowie vom hinteren Montafon her rasch auf. Sonst bleibt es über dem Walgau und im Rheintal sowie über dem Vorder- und Mittelwald oft auch am Nachmittag stark bewölkt oder hochnebelig trüb. Hier hat die Sonne kaum Chancen. Die Temperaturen erreichen zwischen 0 Grad in Bezau und Schruns sowie plus 2 Grad in Bregenz. Auf 1500 Meter Höhe gibt es minus 5 Grad. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag klart es vorübergehend auf. Es wird kalt um die minus 5 Grad. Am Donnerstag selbst überwiegen bald wieder dichte Wolken. Bis zum Nachmittag bleibt es trocken. Danach ziehen vom Bodensee her Regenwolken auf. Achtung, anfangs ist auch Glatteisregen möglich. Die Temperaturen liegen bei plus 2 Grad. Am Freitag trüb und grau, bald regnerisch. Die Temperaturen steigen auf rund 5 Grad an. Am Samstag rasche Wetter. Beruhigung und tagsüber trocken. Dichte Wolken bleiben noch zurück, milde 3 bis 5 Grad. Ab Sonntag, Heiligabend und an den Feiertagen dann ruhiges Hochdruckwetter mit viel Sonnenschein, vor allem in der Höhe. Im Flachland bildet sich teilweise Nebel.